Prima, das war jetzt für Sekundenbericht und Schnelldurchgang. Hätte ich damals aufgepasst, hätte ich dich nicht fragen müssen. Ganz klar, Hintergrund ist es, dass das übere Rad ein Putz im weltweites Äußere, deswegen das ist Differential. Sonst knirscht es, wenn man im Dreck fährt, macht es wenig aus. Aber wir sehen noch, es sind immer den einen oder anderen LKW, der keine Sperre hat und der dann echt. Wir haben die Hochfahrer.